So, Glücksrad, nee, Unglücksrad. Hier hoch, da und dort ans Seil. Dann nehmen wir den kleinhandlichen Schraubenschlüssel wieder mit. Zack. Finde ich cool, wie die Sachen aufhebt. Weil er tritt immer so hoch. Gut, jetzt den Generator abschalten, auf zum Hillbilly, die Sicherung einsetzen und weg da. Jetzt schauen wir mal hier runter. Jawohl, jetzt sind die Groupies, jetzt muss ich mir kurz mal näher angucken. Exotisch bekleidete Tänze, also hätte ich mir jetzt was anderes vorgestellt, aber egal. Nehmen wir mal den ordentlichen Hammer mit. Zack. Mit dem Ding sollten wir doch eine Chance haben, den Hauden Lukas irgendwie hochzukriegen. So, muss man da lang. Ja, hier lang. Und ganz runter, glaube ich, war das. Ja, na, nicht wieder hochklettern. Kleiner Bill Hilly. No. So, und einmal drauf. Sehr schön. In a triumph of love and teamwork, our friends have managed to lie, cheat and steal their way to 5 tickets and a pink bear. Now to snatch the prize and profess our undying love for the two-legged lady. Die zweibeinige Lady, ja. Da haben wir den Teddybär. Der ist ja niedlich. So, was ist denn das? Feuergefahr ist irgendwie gestiegen, oder? Well, this is not a heartening turn of events. Apparently, what the amazing two-legged lady desires most is a man of ordinary strength. The hillbilly came so close to true love, only to have it snatched away by a rival who couldn't lift his own shadow if it went on a diet. Sehr nice. Ja, wie geht's dann jetzt weiter? Mit den Heuballen. Feuergefahr. Ah, da schau mal her. Feuerzeug. Ich will das Feuerzeug nehmen. Kann ich nicht? Muss jetzt noch ein Ticket einwerfen? Einwerfen? Offensichtlich. Da ist noch ein Rummelticket. Oder wieder eines. Tun wir da rein. I'm not sure taking up smoking is the right cure for a broken heart. But I don't think that is the hillbilly's plan. Is this really the path he wants to go down? Ja, mir fällt auch gar nichts anderes ein. This really is an oily rag and dry grass infested fire trap, isn't it? But the cave fire department has the fastest response time around. Their water supply is surely infinite. So it might do the hillbilly some good simply to take a deep breath and relax. No good can come from this path. Okay, also hier müssen wir offensichtlich jetzt die Wasserversorgung irgendwie abschalten. Die hat ja schon Schraubenschlüssel. Und vielleicht hilft der. Jetzt frage ich mich nur, wo kommt denn die Wasserversorgung her? Habe ich noch gar nichts gesehen in die Richtung. Da bin ich jetzt natürlich falsch. Kann ich mit dem was machen? Nein. Der ist sieht leicht geknickt aus, wortwörtlich natürlich. So, hier müsste ich richtig sein, Richtung Ausgang zu den anderen. Hier lang. Und, na, nicht wieder hochklettern. Und da lang. Und zurück. Und abseilen. So, habe ich jetzt nichts gesehen, was irgendwie... Kann ich die Feuerwehr mit dem Wasserschlauch irgendwie... Nein, kann ich nicht. Kann ich hier oben irgendwas ausrichten, noch wassertechnisch? Naja, sieht hier jetzt nicht unbedingt danach aus, ne? Passiert hier oben eigentlich noch überhaupt irgendwas? Rate dein Gewicht. Kommt das Wasser hierher vielleicht irgendwie? Vermutlich nicht. Oh, die wird mir jetzt wahrscheinlich... Ja, genau. Das ist ja das, wo wir den Hillbilly vorhin gebraucht haben. Ha. Und hier geht's dann nicht mehr hoch, ne? Nee. Okay, also. Hier haben wir nichts. Der Schlauch unten kam auch eher von unten.
Gehen wir wieder zurück. Ja, ne, also man sieht hier, der Schlauch kommt von unten. Ich kann jetzt mit dem Schraubenschlüssel hier leider auch nichts ausrichten. Runter ging es auch nicht mehr. Da hinten liegen Feuerwerkskörper. Wollte ich eigentlich gar nicht aufheben. Habe ich hier noch irgendwas getan? Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Da gab es, glaube ich, auch nichts weiter in dem Tauchbecken, ne? Ne, das sind wir nur da links hochgekommen. Wie stelle ich jetzt der Feuerwehr das Wasser ab? Doch nicht auch über den Generator. Ne, es kann mit dem Strom nichts zu tun haben. Der Hillbilly. Mal die Animation nochmal genauer anschauen, ob vielleicht noch irgendwie dadurch was ersichtlich wird. Nee, da kommt einfach nur Wasser. Feuergefahr ist auf Maximum. Das ist also gestiegen auch über die Zeit hier. Diese Anzeige. Ja, schade, jetzt stehe ich schon wieder mal auf dem Schlauch. Hat doch bis hierher so gut geklappt. Ich glaube nicht, dass wir da oben irgendwas machen können, weil, wie gesagt, der Schlauch kommt aus dem Boden. Das ist hier echt hakelig, die Stelle. So. Da können wir nochmal lang. Der hat sich auch abgeschalten. Hier haben wir auch nichts, was mit Wasser zu tun hat. Also so weit, ich sag mal, hergeholt waren die Sachen ja auch immer nicht, die Rätsel bisher. Hat doch immer alles eher recht geradlinig. Ich denke mal, ich übersehe hier einfach gerade mal wieder was sehr Offensichtliches. Die Tänzer tanzen noch. Da oben putzelt es, da war auch ein kleines Wasserbecken, aber da, das hat ja nichts mit dem Löschvorrat von den Herren da unten zu tun. Schauen wir mal. Warte dein Gewicht, Maschine, da waren wir auch schon. Ich habe keine Ahnung. Joa. Muss mir hier vielleicht mit Spezialfähigkeiten irgendwas richten. Das haben wir noch gar nicht benutzt, ne? Irgendwie. Lil Billy kann die Luft anhalten und der Mönch, der kann Telekinese, aber. Ah ja, der kann sich Sachen schnappen damit, aber das bringt uns ja auch nicht wirklich weiter. Es sei denn. Es gäbe da drüben irgendwas. Gibt es aber nicht. Und rüberspringen können wir auch nicht. Ist schon krass, wie der am Seil hängt. Vielleicht irgendwas anderes anzünden. Dass die abhauen da vorne. Gibt es hier irgendwas, was ich anzünden kann? Ein Törtchen. Nein, den Vorschlaghammer wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. Aber ich kann ja den Vorschlaghammer über die Rübe ziehen. Nein, das wird natürlich nichts bringen. Aber na, Spaß könnte es machen. Aber er macht es gar nicht. Ja, also ich vermute mal fast, dass wir wirklich irgendwas anderes anzünden können. Aber da fehlt es mir gerade noch an Ideen. Fehlt es mir noch an Ideen? Gibt es ja eigentlich sowas wie eine Karte? Nee. Mit dem
Törtchen vielleicht noch irgendwas machen. Ich trage jetzt einfach erstmal alles davor, damit ich alles da liegen habe, dass ich irgendwie miteinander kombinieren könnte. Ja, der Hillbilly will das nicht. Na, leg den Hammer wieder hin, leg den Schraubenschlüssel wieder hin. So. Und wir schauen mal, ob wir was zum Abfackeln finden. Ja, das bringt nichts, das haben wir ja schon. Wollte eigentlich das... Hey, du sollst das Feuerzeug nehmen, Kollege. Nein! So, jetzt hat er es wieder. Das Tauchbecken brauchen wir natürlich nicht anzünden. Lagen oben noch irgendwelche Heuballen oder sowas? Nee, ne? Das ist auch wieder so ein niedlich kleines Feuerzeug. Ist gar nicht übertrieben groß oder so. Das ist schön handlich, Taschenfeuerzeug. Naja. Ich sehe hier nichts. Ich habe auch, könnte mich nicht daran erinnern, was gesehen zu haben, das man anzünden kann. Hier steht zwar allerhand Gerümpel rum, aber kann das ja nicht benutzen. Also die Feuerwehr so abzulenken ist offensichtlich dann nicht das Mittel der Wahl. Glaube ich zumindest. Ich hatte vorhin doch auch irgendwo heißes Feuer und so gesehen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwas damit zu tun hat. Ich weiß gerade aber auch nicht mehr so genau, wo das war. Ich weiß gerade nicht mehr, wo das war. War das da oben irgendwo? Nee, aber da waren wir ja gerade. Ging es ja nicht weiter. Und der Erzähler hat ja gesagt, wir sollen schon... also da hat er auf jeden Fall über den Wasservorrat erzählt, dass der quasi so unerschöpflich wäre. Kann ich die Heuballen mit dem Priester so wegräumen? Nein. Geht nicht mit Telekinese. Wäre ja auch mal wieder zu einfach. Geht's hier irgendwo nach unten, was ich übersehen habe? Eine Leiter oder sowas? Konnte man im Tauchbecken vielleicht noch irgendwo abbiegen? Kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Aber ich schau mal nach. So, Priester. Benutz mal bitte das Tauchbecken. Zong. So, und der Hillbilly. Ja, tatsächlich, hier geht's runter. Hier geht's weiter, hier unten. Gott sei Dank haben wir den richtigen, mit dem wir die Luft anhalten können. Oh ja, das hätte ein normaler nicht geschafft, auf jeden Fall. Und hier haben wir das Rohrventil. Und, ach komm bitte, das ist doch nicht wahr. Ja, jetzt gehen wir dann halt mal die, nicht die Rohrzange wiederholen, den Schraubenschlüssel. Och weh. So, Hillbilly geht hier wieder an die Oberfläche. So, und dann haben wir die Abenteurerin. Die Abenteurer bringt uns mal den Schraubenschlüssel, die gute. Ja, ist sind schöne Rätsel, gefällt mir. Ist nicht schwer, aber macht Spaß. Ist ein echt mal ein erfrischend anderes Konzept einfach, wie das funktioniert. Ich meine, klar ist jetzt kein großes Ding in dem Sinne mit den... Kann ich den hier nicht fallen lassen? Nee, ich habe noch nicht gewechselt. Ach, sie lässt den hier tatsächlich nicht fallen, den Schraubenschlüssel im Wasser. Ja, ist wie gesagt kein großes Ding. Mit diesen mehreren Charakteren gab es natürlich auch schon ähnliche Konzepte in anderen Spielen. Ja, fällt mir jetzt ehrlich gesagt gerade nichts ein. Vielleicht Giannis ist das oder sowas. Wo das da schon was anderes ist. Aber einfach die Sache, dass man eine Auswahl hat aus verschiedenen Charakteren und einfach trotzdem dieselben Rätsel auf verschiedene Art und Weise lösen kann, das ist ja, gefällt mir. Gefällt mir wirklich gut.
Oft ist es ja so, dass man dann halt schon einfach den speziellen Charakter haben muss und hierher bringt. Aber hier gibt es offensichtlich Auswahl einfach. So, jetzt hat die Feuerwehr kein Wasser mehr auf dem Schlauch, hoffe ich. Dann zünden wir jetzt mal die Heuballen an. Wenn ich das Feuerzeug finde, da ist es. Nein, nicht das Törtchen. Essen kannst du später. Und anzünden. Schön Geschrei. Okay, also alles brennt bis auf die Heuballen gerade. Da geht es dann jetzt nicht mehr hoch, logischerweise. Da geht es auch nicht mehr weiter. Nehmen wir den Hillbilly. Ja, okay. Sobald man auf den Hillbilly wechselt, sind die Ballen weg. Und hier geht die Höhlentour weiter. Kann man dann auch wieder tauchen? Nein, gar nicht mal. Einfach nur kurz durchschwimmen. Und hier kommen die anderen nach. Und ja, an diesem Punkt werde ich dann auch mal eine Aufnahmepause machen. Habe jetzt die ersten 5 Folgen aufgenommen. Bin gespannt, wie es euch gefällt. Ich finde das Spiel echt super. Also macht echt Spaß, sind schöne Rätsel. Nicht so schwierig, dass man irgendwie lange dasteht und was muss ich jetzt machen. Aber auch nicht so einfach, dass man einfach durchläuft. Ja, macht Spaß. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.